Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Und ja, in der letzten Folge, wir haben den Jacob kennengelernt. Das scheint, in meiner Sicht, ein vertrauenswürdiger Person zu sein. Und ja, die miese kleine Ratte, die hat uns verraten. Bitch. Und ja, jetzt sind wir auf einen Fluchtmission, dass wir jetzt von der Trinity abhauen. Und dies weitergeht, erfahren wir jetzt. Feind gesichtet. Sie ist allein. Sie ist flankiert. Ah, verdammt. Wie geht das nochmal? Ich hab vergessen, wie es geht. Feind gesichtet. Sie ist da. Okay. Ah, jetzt reicht's, ey. Mann! Ah. Wow. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. Oh.
Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hey, der! Da kommt er raus! Okay, schneller, beeil dich. Gott, ey. Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht.
dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg? Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Wieder allein. Ein neuer Abenteuer wartet auf Sie. Geil! Sie haben das Baba Yaga, der Tempel der Hexe Rise of the Tomb Raider, erhalten. Einsatzziele werden mit rosa Markierung mit ihren Karten dargestellt. In der Sowjetanlage warten eine neue Mission auf sie, die Mysterien des gottlosen Tals locken. Cool. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Ja, besser als nichts. Der ist gut. Oder? Hoho. Okay, da bin ich richtig. Okay, gut. Ah!
Gewissen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können Sie uns helfen? Ja. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen. So. Jetzt sage ich mal, durchsuchen wir das Gebiet. Damit wir nicht 1000 Jahre warten müssen. Feder, nein. Geh mal zur Hülle. Die Waffe ist aber scheiße. Das war richtig scheiße. Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. So. Erkunden wir mal die Insel, warte mal.
waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Öl, Basislage, Missiongeber. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Ein schöner Kruzifix. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Oh. Ah, super. Scheiße. Ah.
Da war ich noch nicht, diese Krypta. Wo ist denn der Scheiß? Irgendwo hier. Ach so. So.
Okay, da muss ich hin. Okay, in der Mitte. Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt, aber sie scheinen Fallen im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Toten. Wir sehen uns mal um. Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Ach, scheiße. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Sie muss irgendwo hier sein. Vielleicht gibt es eine Spur. Blut. Sie ist verletzt. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara. Deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Da.
Okay, okay. Wohin, wohin? Ach, scheiße, nein. Wohin soll ich denn gehen? Wartet. Oh. Warte, wo, wie geht das? Okay, nimm das. So, nein, hier ist nichts. Behindert. Ja.
Weil ich versuche jetzt, dass ich jetzt da hingehe. Diesen scheiß Turm. Keine Ahnung. Also Leute, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir gerne unten an die Kommentare schreiben. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja Leute, dann sage ich mal au revoir, ciao, bis dann. Euer Gin Yakuza. Tschüss.